Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Rome 2 Total War Online Battle von mir. Heute Athen und Sparta gegen die Seleukiden und die Odrysen. Gut, ich spiele heute mein neues Athena-Bild, was ich vorher noch nicht wirklich oft gespielt habe. Eigentlich nur einmal, aber die Schlacht war ziemlich dominant, um ehrlich zu sein. Ich wollte aber ein bisschen was testen, weil die Taktik insofern besonders ist, dass ich überwiegend auf Obliten mich verlasse. Und das auf verschiedene Einheiten. Also ich habe jede Einheit höchstens zweimal vertreten, außer meine Bogenschützen und meine Toreros-Speere. Was ich auch selten mache, um ehrlich zu sein. So eine Anführungszeichen Kuddelmuddel-Armee setze ich ja eher selten ein. Aber tut mir leid. Irgendwie will ich sie auch nicht gerade. Aber egal. In diesem 2 gegen 2 spiele ich mit einem VR-Mitglied zusammen. Und zwar Smokey. An der Stelle mal schöne Grüße. Ich spiele heute mit zwei Schwertkämpfern jeweils außen an den Flanken meiner Linie. Dann kommen zweimal Laienpanzer-Hopliten, dann kommen zweimal Söldner-Veteran-Hopliten und dann einmal auserwählte Hopliten, wo auch mein Gen drin ist. Dann habe ich noch insgesamt dreimal Toreos-Speere mit dabei, als zweite Linie sollten aber eher als Speedbump dienen gegen die Thraker, weil ich dachte, ich kämpfe gegen die. Dann habe ich noch sechsmal Bogenschützen mit, weil ich dachte, ich spiele gegen die Thraker, quasi sagen. Und ich habe zweimal Hopliten-Bürgerwehren mit dabei an den Flanken, die gegen Kavallerie mich schützen sollen und zweimal Lanzen dabei. Ist also sehr, sehr sperrkampflastig heute. Mein Partner Smokey hat mit dabei. Wir sehen es hier insgesamt siebenmal, glaube ich. Ne, ich glaube siebenmal spartanische Obliten. Jo. Dann zweimal Helden Spartas. Einmal königliche Spartaner als Gen. Dann insgesamt fünfmal Helotenbogenschützen. Zweimal Bürgerkavallerie und zweimal tarantinische Kavallerie. Also sehr infanteriestarkes Bild wieder mal. Der Odrys hat mit dabei zweimal Söldner-Veteran-Hopliten im Zentrum, wie wir hier schon sehen können. Zweimal thrakische Adlige, sechsmal thrakische Krieger, dann noch ganze viermal thrakische Bogenschützen, einmal dakische Söldner-Speerkämpfer, zweimal thrakische königliche Kavallerie, wo auch sein Gen mit vertreten ist, und zweimal thrakische Reiter. Und mein Gegenüber, hat der viel Infanterie mit dabei. Insgesamt sehen wir es ja schon hier. Hat er sieben Stück mit dabei, wie ich, was ich lustig fand, um ehrlich zu sein. Zwei königliche Peltasten und fünfmal ein Panzerschwertkämpfer. Dann sage und schreibe sieben persische leichte Bogenschützen. Ich spiele schon viel, der spielt noch mehr. Und viermal Toreos-Speere und nicht zu vergessen zweimal Meda-Kavallerie. Sein Manko ist also die Kavallerie, das kann aber wieder ausgleichen durch die Toreos-Speere. Muss aber aufpassen, nahkampftechnisch ist er mir im Zentrum, haushoch unterlegen, an den Flanken überlegen, also je nachdem. Gut, dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. Die beiden Maschinen vorwärts, wie ich es eigentlich immer mache, direkt offensiv sofort drauf los. Nicht nachdenken, drauf losgehen. Ja, okay, ich denke schon nach, aber ich gehe immer gleich drauf los. Das ist bei mir eigentlich immer so schon mittlerweile. Sehen wir ja direkt vormarschiert mit meiner Linie. Stelle mich seiner gegenüber, möchte den Nahkampf. Ich habe damit gepokert, dass er versucht zu challengen, deswegen habe ich meine Toreos-Speere mit nach vorne geschickt erstmal. Und dachte, da könnte ich vielleicht was reißen, aber wir sehen es ja gleich, wie es einsetzt dann. Im Endeffekt. Auf jeden Fall geht es direkt drauf los. Direkt in seine Richtung, da gibt es nichts zu warten. Das Schwierige an dieser Schlacht werden die Bogenschützen sein, weil er mir da überlegen ist. Und nahkampftechnisch müsste mir seine Kavallerie auch überlegen sein. Also nur nahkampftechnisch aber, glaube ich. Angriff 37, Defensive 28. Ja gut, ich bin nah dran. Wenn ich einen guten Charge lange, dann reicht es auch aus, um seine Kavallerie zu besiegen. Ja, ich schicke jetzt meine Toreos-Speere zurück. Behalte sie lieber als Reserve gegen Kavallerie, falls er hier nochmal gewinnt, weil ich dann gerechnet habe, um ehrlich zu sein sogar. Weil meine Kavallerie halt nicht so überlegen war. Smokey geht direkt auch mit mir mit und geht vorwärts und provoziert auch ein bisschen hier. Na, noch nicht. Ich dachte, er geht mit den Tarantinern gerade vorwärts. Ich muss jetzt versuchen, so schnell wie möglich in den feindlichen Gegner reinzukommen und auch zu beschießen, ohne Verluste dabei zu machen. Das heißt also, ich schicke gleich meine Toreos-Speere vor, dass sie das erste Feuer abfangen sollen, meine Bogenschützen dann nachher hinterherkommen und deine Gegner abfangen sollen. So war es für mich eigentlich geplant, um ehrlich zu sein. Deswegen wird es gleich lustig. Ich schicke jetzt hier direkt dahin, sehen wir schon. Gleich in zweiter Linie. Die können auch schön noch Speere werfen, das ist noch so ein weiterer Vorteil dann. Haben auch eine relativ hohe Reichweite dafür. Also eigentlich schon fast wie Plänkler zu spielen. Nahkampfplänkler kann man sagen. Jetzt geht's vorwärts. Die Toreos-Speere sind ein bisschen schneller, überholen deswegen gleich die Nahkampfinfanterie. Gleich geht das Feuer auf die und meine Bogenschützen sind dahinter und können auch gleich feuern, sobald sie in Reichweite sind. Mein obliten Bürgerwehr kommt jetzt auch, geht direkt offensiv auf die feindliche Kavallerie los. Meine Kavallerie steche ich auf meine rechte Flanke, um möglichst schnell hier rumzukommen, um ihn auch anzugreifen, weil meine Kavallerie deutlich stärker ist als seine und weil ich ihn versuche, mit Eindruck Bürgerwehr auch abzufangen. Hier musste ich hingegen aufpassen, dass er nicht mit seinen thrakischen Kriegern reinkommt in meine Flanke. Wäre Gift für meine obliten Bürgerwehr gewesen, deswegen halte ich die hier noch in Reserve.
Auch schon, wer weiß, für meine Linieninfanterie dürften keine Thraker reingehen. Deswegen habe ich auch gehofft, dass Smokey ihn gut beschäftigt. Ich setze mein erstes Feuer direkt auf die persischen leichten Bogenschützen hier drüben, die natürlich dadurch auch deutlich Verluste leiden, aber das, was ich mit einem Trupp schaffe, schafft er mit zwei Truppen von mir. Also im Endeffekt ist er mir haushoch überlegen, jetzt dann zwei Truppen mehr als ich. Das macht sich jetzt bemerkbar. Infanterietechnisch geht es jetzt auch gleich los. Meine Theoriespeere habe ich erstmal zurückbehalten und lasse jetzt auch Speere einfach auf die feindlichen Bogenschützen werfen, damit ein bisschen was auszugleichen, was mir fehlt. Mein Hobbitenbürger, wer soll jetzt auf die feindliche Bürgerkraft gehen, wird auch schon nicht gleich von den Theoriespeeren abgefangen. Meine Kavallerie halte ich hier noch immer bereit und auch hier halte ich die Bürgerwehr noch bereit. Gut, ich gehe jetzt mit meiner Infanterie auch in Erfahrung. Der einzige Trupp, der es nicht macht, sind meine auserwählten Hobbiten, weil ich mir sehr sicher war, dass die den Kampf gewinnen würden. Aber er geht ein Schildwall, deswegen bin ich dann später auch, glaube ich, in die Hobbitenphalanx gegangen, um einfach da nicht zu viel Männer durch den langgehaltenen Nahkampf zu verlieren. Aber wir sehen es, er hat auf jeden Fall keine Chance gegen mich. Versucht die Schlacht künstlich in die Länge zu ziehen halt. Hier drüben bin ich mit meinem Schwertkämpfer in den Schildwall gegangen, um gegen seine königlichen Paltasten so lange wie möglich durchzuhalten. Und damit sie auch möglichst viele Verluste noch erleiden über den kurzen Zeitraum. Hier drüben charge ich in die feindliche Kavallerie hinein. Meine Bürgerwehrobliten sind auch schon drin. Hier drüben die Lanze Pais versuche ich noch schnell rauszuziehen, dass er jetzt hier nicht irgendwie die noch catcht mit seinen Schwertkämpfern und zu starken Verlustmarsche erzeugt. Wichtig war für mich aber, dass er die Thureus-Speere hier nicht bei der Kavallerie einsetzt. Dadurch kann ich den Kampf nämlich deutlicher gewinnen. Übrigens doch nicht. Zwei Armee-Kavallerie, zwei Bürger-Kavallerie waren es. Die sind noch deutlich schlechter. Gut, ich schicke jetzt meine Thureus-Speere hier durchs Zentrum durch, wie ich es bei meiner anderen üblichen Taktik schon gemacht habe. Versuche auch schnell in den Rücken zu kommen. Muss aber auch bedenken, die Bogenschützen hier sind immer noch Gift. Und das habe ich jetzt hier ein bisschen unterschätzt. Deswegen bin ich erstmal auf die Infanterie draufgegangen, um da den Kampf halt schnell zu gewinnen. Jetzt kommt die Feuer in meinen Rücken rein. Aber Smokey schickt noch rechtzeitig seine Einheit drüber. Hier drüben geht es mittlerweile auch schon los, wie wir sehen können. Ach, spartanische Pikeniere waren zwei Stück dazwischen. Ah, das ist mir nicht aufgefallen. Gut, die fangen jetzt natürlich die thrakischen Adligen hier ab. Das hat da ziemlich gut gemacht, um echt zu sein. Der andere thrakische Adlige ist hingegen durch die beiden spartanischen Obliten angekommen. Ist in Überzahl und kann dadurch den Kampf auch gewinnen. Hier hingegen sehen wir auch, die Veteranobliten haben hier keine Chance gegen die Piken. Piken sind ja doch ziemlich giftig. Die können ganz schön abräumen, wenn man sie richtig spielt. Oh ja, die thrakischen Adlige sind fast tot und der Trupp Pikeniere hat keinen Mann verloren. Das ist echt, echt heftig. Ja, so muss es aussehen, wenn man Piken spielt. Das ist das Optimum. Hier drüben kämpfen jetzt die Helden Spartas gegen thrakische Krieger. Thrakische Krieger haben Probleme im langanhaltenden Nahkampf, deswegen müssten da die Spartaner eigentlich im Vorteil sein. Gleiches Spiel auch hier hinten. Die königlichen Spartaner jagen gerade die Thureus-Speere. Und hier kommen jetzt die Kavallerie von uns beiden durch und charge die Bogenschützen, damit die jetzt hier nicht weiter auf mich schießen. Auch nicht seinen Gen beschießen. Also im Endeffekt geht es darum, ihn jetzt hier von hinten aufzuräumen. Gut ist, dass er mich jetzt hier mit meinen Lanzepais locker machen lässt gegen seine Bürgerkaff. Auch mit meinen Thureus-Speeren. Dadurch kann ich die noch schön einsetzen, um im Rücken zu kommen. Wichtig ist zum Beispiel auch, seinen Gen noch ein bisschen zu dezimieren, weil der hat noch 91 Mann. Der andere Trupp hingegen hat 85 Mann, also beide noch ziemlich heftig, ziemlich groß und stark, die Truppen. Aber die müssen ja trotzdem irgendwie weg. Deswegen versuchen wir da relativ schnell raufzugehen. Ich charge jetzt mit meinen Lanzepais direkt hier auf die Leinenpanzerschwertkämpfer von hinten, damit die Moral bricht. Aber er kann die gerade noch so abfangen, wie wir hier sehen. Hier drüben charge ich jetzt auch gleich rein mit meiner Kavallerie, um den Gen nochmal ein bisschen zu dezimieren. So ein schöner Charge-Drücken ist schon ganz ordentlich. Hier hingegen versuche meine Thureus-Speere noch weiter zu unterstützen gegen die Schwertkämpfer, damit das Ding schneller gewonnen wird. Wir sehen ja, das geht dadurch deutlich schneller und ich verliere auch kaum Männer dabei. Das ist eine sehr praktische Sache. Auch hier genauso. Hier charge ich jetzt nochmal mit hinein, um ihn damit abzuhalten, dass er abräumt mit seinen königlichen Paltasten. Er versucht die immer noch abzuwehren, schafft es aber nicht, weil ich die immer wieder rausziehe und wieder reinchargen lasse. Also Hammer- und Ambus-Taktik. Und hier drüben bin ich jetzt auch einmal durchgecharged. Da sehen wir es, hat noch 75 Mann, 73 Mann und 67 Mann. Jetzt ist er wenigstens gut ein bisschen mehr dezimiert als vorher. Ist da insofern schon eine ganz praktische Sache. Noch hier werden jetzt die Schwertkämpfer weiter abgeräumt. Hier drüben, die königlichen Paltasten sollen noch abgefangen werden von mir. Naja, hier drüben hat jetzt Smokey das Ding auch langsam gewonnen. Seine Pikeniere räumen hier wieder weiter ab und auch hier räumen sie weiter ab. Da haben die Obliten keine Chance vor ihm, auch die restlichen thrakischen Krieger haben keine Chance. Gegen Obliten ist das für die thrakischen Krieger generell schwierig, weil der Kampf einfach zu lange dauert. Hier kommt jetzt der Charge in die Flanke hinein, die Leinenpanzer, Schwertkämpfer müssen jetzt hier drunter leihen. Hier kämpfen thrakische Krieger noch mit, also thrakische Reiter und thrakische königliche Kavallerie gegen lauter Speerkämpfer mit zusammen, Leinenpanzer, Schwertkämpfer noch mit mittendrin. Also das ist ein echtes Kuddelmuddel gerade hier und auch nochmal Lanznippeis sind mittendrin gewesen. Haben nochmal kurz gecharged, also hier müssen die Truppen ganz schön leiden. Auch die obliten Bürgerwehr kann hier noch vielleicht ein bisschen Kills verbuchen. Der königlichen Spartanertrupp von Smokey wehrt weiterhin die Thureus-Speere ab, was mir wirklich sehr gut geholfen hat. Sehr effektiv war das. Jetzt kommt hier aber auch Pfeilbeschuss, gerade auf die alten Spartas geht der Beschuss hier, damit die möglichst schnell wechseln, weil es die stärkere Einheit ist von beiden, die jetzt hier gerade kämpfen. Die versucht jetzt hier die Thrake noch auszuschalten, kann man eigentlich so als Racheakt schon sehen fast. Naja.
Meine Lanze beißt jetzt noch hier die Bogenschützen von Seleukiden ausschalten. Mittlerweile ist die Infanterie von ihr so ziemlich, ja, kann man schon fast sagen, zerfickt. Also da wird nicht mehr viel kommen. Der muss da schon ganz schön leiden drunter. Die Truppen werden einfach niedergemetzelt. Ist schon ziemlich heftig hier. Da kommt der nächste Charge auf seine Toreus-Speere jetzt hier. Die noch gerade retten wollten, um ehrlich gesagt, echt zu sein, aber hat nicht gereicht. Charge hat mal eben so ein paar Leute wieder weggenommen hier und also ihr müsst 10 Mann nur noch. Wankt jetzt auch schon, also der Trupp hält sich nicht mehr lange. Auch der feindliche tragische Gen ist bald weg und wenn der Gen weg ist, dann ist die Schlacht auch gewonnen, um ehrlich zu sein. Also schneller gewonnen als sonst. Aber hier drüben haben wir noch immer so viele Bogenschützen, die jetzt gefährlich werden können. Das sind 4 ganze Truppen tragische Söldner, tragische Bogenschützen. Und das sind zu viele, um ehrlich zu sein. Die haben zwar keine gute Range und keine gute Nachladerate, aber im Late Game sind Bogenschützen immer gefährlich. Noch gerade 4 Stück. Noch schlimmer wird es, wenn man keine Kavallerie mehr hat, wie ich noch einen Trupp. Und der kann ziemlich schnell zerschossen werden. Naja, deswegen schicke ich meine Infanterie auch direkt drauf los. Hier wurde jetzt der nächste Trupp Leinenpanzer-Schwertkämpfer abgeräumt. Jetzt geht es hier auf die königlichen Peltasten weiter. Ich ziehe deswegen sofort meine Lanzenbeiß ab, um direkt auf die Bogenschützen zu gehen, damit die weiter beschäftigt werden. Die einzige Truppen, die jetzt hier noch retten können, sind die Bogenschützen von Smoky, die noch hier versuchen, den Rest aufzuräumen, damit der hier auch wegkommt. Meine Kavallerie kommt jetzt hinterher, versucht hier nochmal zu unterstützen, aber wenn der Trupp zerschossen wird, dann ist da auch nicht mehr gut Kirschen essen mit dem. Das wird leider nicht mehr so gut funktionieren, aber man kann es ja noch versuchen. Beschuss geht jetzt auch gleich los, wir sehen es. Und jetzt kommt die Salve und da fallen die ersten paar Reiter. Aber sie kommen noch durch, bevor der zweite Schuss kommt und chargen rein und da drüben kommt nochmal ein Schuss. Und zack, der wankt, der da drüben wankt, weil er beschossen wird. Der hier drüben wankt, weil er kämpfen muss. Also jetzt kann es sich entscheiden, dadurch ist die Schlacht jetzt auch gewonnen, die tragischen Bogenschützen sind damit auch geschlagen. So, das war eine sehr schöne Schlacht, muss ich sagen. Hatte Höhen und Tiefen gehabt bei mir und beim Gegner, fand ich lustig. Jeder hat sich so gegenseitig ein bisschen schön unterstützt, finde ich immer ziemlich gut bei so einem 2 gegen 2. Wir machen ja so eine Team-Matches viel mehr Spaß eigentlich im 1 gegen 1, also als gegen 1, als 1 gegen 1 Schlacht mittlerweile, muss ich ehrlich sagen. Gut, gucken wir uns mal an. Die Kavallerie von mir hat sehr gut abgeräumt, meine Infanteristen waren auch nicht schlecht. Ich muss ehrlich sagen, mich hat es überrascht, dass die Linie deutlich besser abgeschnitten hat als bei meinen sonstigen Builds. Deswegen bin ich da eigentlich auch schon voller guter Hoffnung, dass es eigentlich sogar praktischer sein könnte, mit Hobliten zu spielen. Naja, die Bogenschützen waren okay, haben gut Kills gemacht in der kurzen Zeit. Die Toreus-Speere wie immer wieder abgeräumt. Hoblitenbürger wäre auch ganz okay. Die Schwertkämpfer konnten nicht mehr machen gegen die königlichen Peltasten. Gut, gucken wir uns mal Smoky an. Bei dem haben die Piken natürlich ordentlich abgeräumt hier, haben auch kaum Verluste gemacht. So muss es mit Piken sein. Und wenn Piken so killen können, das ist schon ziemlich gefährlich für den Gegner. Kann ich nur empfehlen. Sowas mal auch zu spielen mit ein paar einzelnen Piken. Das sind sehr gute Einheiten. Hobliten von ihm haben auch ziemlich gut abgeräumt. Das war besonders gegen die tragischen Krieger. Hier waren es die königlichen, die tragischen Adelige da, die gegen den Trupp gekämpft haben. Die haben ihn ganz schön zermalmt hier, um ehrlich zu sein. Da haben die anderen ziemlich abgeräumt. Auch die Helden Spartas waren sehr gut dabei, sowie die Bogenschützen konnten gut abräumen. Auch die Kavallerie war okay von den Kills mit der Gen. Gucken wir uns mal, beim Trager haben besonders der Eiltrupp tragische Adelige hinausgestochen. Ein bisschen, ja, und der Eiltrupp Kavallerie halt. Bogenschützen eher weniger, zum Schluss halt noch ein bisschen was gerissen. Die Hobliten haben ziemlich verkackt, die tragischen Krieger waren teils okay, teils schlecht. Und die Bogenschützen waren, wie gesagt, okay, den tragischen Reitern auch. Beim Seleukiden haben die beiden königlichen Peltasten ziemlich gut abgeschnitten. Die haben halt einen ganzen Trupp Schwertkämpfer besiegt und danach noch halt ein bisschen gekämpft. Die Schwertkämpfer hingegen haben total verkackt, um echt zu sein. Und die Bogenschützen hier haben ziemlich abgeräumt. Die Kavallerie war nicht wirklich doll und die Toreus-Speere waren okay. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben oder ein Abo. Ich würde mich darüber sehr freuen. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann schaut doch mal vorbei bei meinem Let's Play von Rome 2 Total War. Da mache ich gerade eine Kampagne mit den Römern. Und wie gesagt, ciao, bis zum nächsten Mal.